Liebe Brüder und Schwestern, auf dem Berg Gott begegnen, etwas von seiner Herrlichkeit schauen, danach sehnen sich viele Menschen. Ja, Gott erfahren zu können, seine Nähe, das ist in uns hineingelegt. Und so führt der Herr seine drei Apostel, Petrus, Jakobus und Johannes, hinauf auf den Berg, auf einen hohen Berg, um seine Herrlichkeit zu offenbaren, ihnen etwas von seinem göttlichen Wesen zu zeigen. Die kirchliche Tradition erkennt in diesem Berg den Berg Tabor. Ja, und diese Tabor-Erlebnisse sind ja schon sprichwörtlich geworden. Gottes Erfahrungen machen, seine Nähe spüren, ja, das ist etwas, was wir immer wieder brauchen, damit unser Glaube gestärkt wird. Aber es ist nicht immer nötig, äußerlich auf einen Berg zu wandern, hinaufzusteigen auf den Gipfel. Ja, um Gott zu begegnen, genügt es, dem Herrn einfach Zeit zu schenken. Zeit fürs Gebet, Zeit für die Stille. Ja, im Gebet, in der Betrachtung des Wortes Gottes, können wir Gott begegnen. Auch da werden uns manchmal solche Taborstunden geschenkt. Denn Jesus möchte sich auch uns offenbaren als der Sohn Gottes. Er möchte auch unseren Glauben stärken, erneuern. Nehmen wir uns wieder mehr Zeit fürs Gebet. So ein Ort, so ein Taborort kann die Kirche sein, wenn wir so tagsüber in die Kirche gehen und einfach vor dem Tabernakel verweilen, in Stille, in Gebet, wenn wir über das Wort Gottes nachdenken, über das Evangelium oder einfach über ein Schriftwort, das uns in den Sinn gekommen ist. Ja, auch dieses Wort Gottes ist für uns Licht, wie es auch heute in den Texten geheißen hat. Ein Licht, das am dunklen Ort scheint, bis auch in uns die Sonne aufgeht, der Morgenstern aufstrahlt in unserem Herzen. Ja, Jesus ist das Licht, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchten möchte. Das wahre Licht, das alle Dunkelheit der Sünde, des Todes, der Hoffnungslosigkeit, des Irrtums überwindet, das alle Lüge besiegt. Ja, Jesus schenkt uns auch immer wieder neu seinen Geist. Dieser Geist Gottes, er erleuchtet unseren Verstand, unser Herz, damit wir dieses Wort Gottes, die Gebote Gottes besser verstehen und bereitwilliger beherzigen. Ja, lassen wir uns neu stärken vom Herrn, neu erfüllen von seinem Geist, von seinem Wort. Und der Herr schenkt sich uns auch auf eine ganz besondere Weise im Geheimnis der heiligen Eucharistie. In diesem kleinen Stück Brot kommt der Herr, der Sohn Gottes, zu uns. Ja, dieses kleine Stück Brot, die heilige Kommunion, die heilige Eucharistie, es ist nicht nur ein Erinnerungsmahl, nicht nur eine Erinnerung an das, was einst vor ungefähr 2000 Jahren geschehen ist beim Abendmahl, sondern es ist Vergegenwärtigung. Das Kreuzesopfer Christi wird unter uns Gegenwart, wenn wir die heilige Messe feiern. Es ist wirklich der Leib des Sohnes Gottes, des Sohnes der Jungfrau Maria. Es ist wirklich der Leib Christi, den wir in diesem kleinen Stück Brot empfangen. Es ist wirklich der Herr, der sich uns schenkt.
Daran müssen wir immer denken, wenn wir zur Heiligen Kommunion gehen, dass wir wirklich würdig sind und dass wir darüber nachdenken, ob wir irgendwo eine schwere Sünde begangen haben, die wir noch nicht gebeichtet haben. In diesem Zustand sollen wir den Herrn in der Heiligen Kommunion nicht empfangen, sondern zuerst zur Beichte gehen, damit uns wirklich auch die Kommunion zum Segen wird, zu einer Quelle des Heils, des neuen Lebens. Ja, Jesus, er schenkt uns sein Licht, sein Heil, seinen Frieden. Und dort oben auf dem Berg Tabor, auf dem Berg der Verklärung, offenbart sich nicht nur Jesus in seiner Herrlichkeit, sondern es offenbart sich der eine, dreifaltige Gott. Es offenbart sich auch der Vater im Himmel, der seinen Sohn bezeugt, der seine Stimme erschallen lässt: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Ja, darauf kommt es an, dass wir auf den Herrn, auf Jesus hören, auf sein Wort, das Geist und Leben ist, Licht auf unserem Weg, das uns Klarheit schenkt, Orientierung gibt, damit wir sicher voranschreiten auf dem Weg des Heiles. Ja, der Herr schenkt uns immer wieder neu seine Nähe, seine Kraft, seine Gnade. So wollen wir zum Herrn kommen, gerade jetzt, wenn wir die heilige Messe feiern. Gerade da können wir dem Herrn begegnen, möchte er seine Herrlichkeit offenbaren, unseren Glauben stärken und erneuern. Lassen wir uns neu von ihm erfüllen. Und sagen wir: Ja, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Auch wenn wir hier nicht bleiben können, du bist immer mit uns auf unserem Weg. Du gehst mit uns. Er ist bei uns. Jesus hat in uns Wohnung genommen. Ja, unsere Seele ist sozusagen dieser Berg Tabor, dieser Berg der Verklärung, wo der Herr sich offenbart, wo sich der eine dreifaltige Gott manifestiert, wo er uns neu sein Licht, seine Gnade schenkt, damit wir auch am Kreuz keinen Anstoß nehmen, damit wir ihm auch bereitwillig auf dem Weg des Kreuzes nachfolgen und durch Jesu Kreuz und Leiden, durch seinen Tod und seine Auferstehung, zur Auferstehung und zum Leben und zur ewigen Herrlichkeit gelangen. Amen.